Hallo André. Hallo Peter. Du bist Imker und gibst bei uns an der Volksschule Leipzig Imkerkurse. Jetzt nähert sich der 20. Mai. Der 20. Mai ist Weltbienentag, der ist dem Schutz der Bienen gewidmet. Als ich dir letztes Jahr von Bienen erzählte, die um unseren Kirschbaum drumherum schwebten und die sich dann in unseren Fahrrädern einnisten, erzähltest du mir, dass es sich dabei um Wildbienen handelt. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was der grundlegende Unterschied ist zwischen Wildbienen und den hier im Hintergrund befindlichen Honigbienen und welche tatsächlich auch mehr geschützt werden müssen gegebenenfalls. Gerne. Also wir haben, vielleicht mal vorwegzunehmen, wir haben so roundabout 9 Rassen von klassischen Honigbienen und der größte davon ist in Asien. Wir haben die auch hier, aber siehst du ja im Hintergrund auch. Da ist sozusagen eine klassische Carnica-Biene und dann haben wir hier noch die Buckfast-Honigbiene. Das sind so die beiden gängigen Honigbienen, die wir hier so in unseren Regionen haben. Und die Wildbiene, davon gibt es über 2500 verschiedene Arten. Und das Besondere bei den Wildbienen ist einfach, dass durch die Versiegelung von Böden erstens halt ganz viele Pflanzenarten es nicht gibt. Das heißt, die ernähren sich überwiegend bestimmte Arten von denen, von einer Pflanze, die es dann nicht mehr gibt. Und der zweite Punkt ist, dass durch die Versiegelung eben auch es keinen Unterschlupf mehr für die Wildbienen gibt. Und damit sozusagen sind eigentlich Einsiedler und damit auch keine Fortpflanzung im Grunde in dem Sinne betreiben können. Gut, jetzt gibt es ein geläufiges Sprichwort, das lautet, stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Warum ist denn der Schutz der Bienen, egal ob Wild- oder Honigbienen, überhaupt so wichtig? Also das ist ja auch immer so gut, dass man das nochmal wiederholt. Erstens ist er wichtig und zweitens, es geht ja um Insektenschutz letzten Endes. Es geht immer um Insektenschutz und da ist die Biene eben ein Teil davon. Und die Wildbiene als auch die Honigbiene sind eben fürs Bestäuben verantwortlich. Und die Wildbiene eben noch viel mehr, weil sie eben viel früher auch bei niedrigen Temperaturen rausfliegt und schon bestäuben kann. Wenn die Bienen zum Erhalt des Ökosystems so wichtig sind, was kann denn jede und jeder für das Wohl der Bienen tun? Also ein gängiges Mittel ist ja erstens immer das klassische Wildbienenhotel oder auch Insektenhotel. Damit tut man auf jeden Fall etwas Gutes. Der zweite Punkt ist möglichst wenig versiegeln, dass eben auch die Wildbiene, man muss sich das so vorstellen, die geht in die Erde, die sucht sich im Baum Stellen, auch alte Äste und so weiter und das alles liegen lassen. Und der dritte Punkt ist möglichst auch die Rasenflächen so lang wie möglich stehen lassen. Damit es ja, schön blüht. Damit es erstens schön blüht. Zweitens kommt es ja auch immer mehr darauf an, dass, oder sagen wir mal so, es wird auch immer wärmer. Man schützt damit ja den Rasen selbst auch, wenn man nicht so kürzt. Und drittens, das ist ja wildes Treiben in so einer Wiese letzten Endes. Und damit trägt man wieder zum Insektenschutz bei. Du selber tust sehr viel, um das Wissen über Bienen weiterzugeben. Also da gibt es bei uns Volkshochschulkurse. Wir machen den nächsten Online-Kurs beginnend ab September. In welchen Bereichen arbeitest du noch in der Weiterbildung oder in der Weitergabe von Wissen über die Bienen? Also mir ist es immer ein ganz großes Anliegen, auch gerade Kindern und Jugendlichen dieses Handwerk auch zu zeigen, aber auch für die Biene und sozusagen die Insektenlandschaft zu sensibilisieren. Viele sind ja geprägt durch den Stich im Schwimmbad und so und auch von den Eltern und manchmal läuft man ja auch rot an, wenn man schon die Bienen sieht. Das beobachte ich dann auch immer mal wieder. Und eines der Herzensanliegen von mir ist es, deswegen bin ich auch auf Kinder- und Jugendimkerei spezialisiert, da ein bisschen Vorteile abzubauen und auch zu zeigen, wir können hier auch rangehen, auch mal oftmals ohne Rauch. Wir gehen immer mit Schutz ran, aber ohne Rauch und passiert auch nichts. Es ist noch nie in meinen Kursen mit den Kita-Gruppen oder auch mit den Schulgruppen jemand gestochen worden. Ja? Cool. Vielen Dank, dann hoffen wir, dass wir euch einen kleinen Einblick gegeben haben, was ihr zum Schutz der Bienen tun könnt, warum die Bienen so wichtig sind. Und es gibt im September den nächsten Bienenkurs bei uns an der Volkshochschule Leipzig und wer mit Kindern oder in der Kindergartengruppe, in der Kita-Gruppe zum André hier rausfahren will, hier vor Ort sich das angucken will, kann sich gerne an ihn melden. Die Adressen blenden wir ein und
Das war's aus der Volkshochschule Leipzig. Bis demnächst. Vielen Dank, Peter.